Not a new around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Manners Waltz hier bei Bus Simulator. Oh, ganz stark. Also, wir beginnen beim Zock. Fahren hier hin. Und nochmal zur Verwaltung. Ich habe gerade eine Aufgabe gelesen. Das wird natürlich auch schön. Wir sollen alle Stecken im Rundfahrmodus fahren. Und dann kriegen wir Ultaum. Also hier wollen wir sowieso schon die ganze Zeit mit rumfahren. Da brauchen wir dann die kleinen Busse. Ich werde aber dann sagen, ich werde die gesamten hier, ich werde hier die mal löschen, die anderen und die ganzen vom Zop aus, werde ich lassen. Und dann werden wir die versuchen mit dem Doppelstock, Gelenkbus zu nehmen. So, dann haben wir jedenfalls die Fahrt. Und wir nehmen wieder den Urwagen, weil wir haben 22 Fahrten, davon sind die Hälfte unbenutzt. Im Moment. Hier, Urwagen. Fahrt starten. Ticket bleibt immer noch aus. Hat immer noch den Grund, dass es eigentlich scheiße ist. Und ich habe vergessen, ihr habt... der... Planer 3. Es gibt ja Planer 7, Planer irgendwas auch noch. Planer 3 ist jedenfalls das, was ich damals gespielt habe, und wenn ich so mir die Videos angucke. Alter, das ist alt. So, schon wieder, wir wissen nicht, wohin wir fahren. Bin ich froh, wenn ich hier eigentlich weg bin. Der sieht schon geil aus, ja. So, die 5 nicht, die 4 nicht, die 3 nicht, die 2 nicht, also nur noch die 1. Immer langsam gucken, wo die Leute stehen, anders geht das nicht. So, der Plan 3. Bei Amazon. Für, der kostet immer noch, 28 Euro. Das ist viel. Das ist viel, ja. Was kostet denn der Rest der Planer? Ist der Geier was, der Planer 6. Ah ja, auch Planer 4 gibt es noch für... Der kostet wieder nur 3,88 €. Aber auf Amazon Games kostet der Planer 5 20 Euro. Die Planer 3 in 1 Box. Das sind vielleicht nochmal Spiele, die könnte man mal anzocken. Ich denke mal, das war's. Mich würde auch mal interessieren, was ist denn, wenn ich jetzt falsch parke und die Leute jetzt, sage ich jetzt mal, die eigentlich von 1 auf 3 abholen möchte. Können wir auch gut vorstellen. Der nächste halt ist dann auf der 5. Weil wir haben die 3, 2, 1. Dann wahrscheinlich die 5. Könnte ich mir vorstellen. So, wir gucken mal kurz. Okay, Google. Zeige mir Spiele auf Steam mit der Planer. Okay, Google. Der Planer auf Steam. Nee, ich will... Warum will ich denn immer hier reinfahren? So, die Haltestelle, die kriegen wir zum Beispiel dann beim nächsten auch Industrie... Nee. Ich will dann den richtigen, den LKW-Planer haben. Ach
sowas hätte ich gerade wieder Lust. Das ist ein Wirtschaftsaufbauspiel oder sowas. Müssen wir gucken, ob man nie. Das muss ich mich mal bei Amazon anmelden. Ich habe nämlich kein Amazon-Konto. Wenn jetzt manche vielleicht drauf gucken. Warum? Ich brauche auch kein Echo, ich brauche keine Alexa. Ich brauche sonst nichts anderes. Ich weiß nie wozu. Ich brauche keine Alexa, die mich in der Nacht anlacht, als ob das ein Kühlfilm wäre. Ich bin doch nicht so krank. Nee, also ich habe keinen Sinn dahinter. Wenn ich was will, dann fahre ich auch in die Stadt. Gut. Ja, da war ich zu schnell gewesen. Das konnte ich jetzt nicht verhindern. Ich werde wahrscheinlich, ich bin gerade noch überlegen, ich werde die Rundfahrmodus werde ich alleine machen. Ich werde die nächste Strecke noch aufnehmen, dann werde ich alle Rundfahrmodus irgendwie mal machen. Wahrscheinlich werde ich das mal vergessen. Den letzten werde ich dann noch aufnehmen. Und davor die Strecken ein bisschen noch umbauen. Wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, tue ich alle nach und nach schon rauswerfen aus der Firma. Wäre eine Möglichkeit. Also erstmal sowieso nochmal zurückzukommen. Mein PC hatte Probleme. Das wollte ich noch ansprechen. Jetzt auf der langen Strecke, der PC hatte Probleme gehabt. Aus irgendeinem Grund hat er nichts aufgenommen. Nvidia hat gesagt, es gibt Probleme, neu starten. Das hat 3 Jahre gedauert, ehe das Programm gestartet hat. Es hat mein Spiel nicht ordentlich gestartet. Ich hatte weißes Bild, also hier dieses ausgeweißte, oder wie man das nennen soll. Ich hatte viele Probleme auf einmal. Ich habe schon gedacht, ein bisschen nach dem Igel. War ich eigentlich schon traurig gewesen. Mhm. Neuen PC kaufen. So, richtig. Oh, hab ich nochmal Glück gehabt. Mhm. Grün. Weiter geht's. So, auf was? Das ist die Frage. Ich mach das hier alles nur aus. Was löst Laune und sonst was, macht das ja nicht das Geld. Mir ist auch wirklich egal, wie viel Aufrufe. Ich weiß, jetzt wird wieder nichts kommen, dir sollte es nicht egal sein, wie viel Aufrufe du bekommst. Aber ich mache das aus Langeweile. Ich habe keine Hobbys. Ich habe dafür eine zu kleine Wohnung, um mir ein großes Hobby oder sowas zu machen. Und deswegen bin ich ja immer noch auf YouTube unterwegs und sag mir, jo, okay, die Langeweile kannst du hier vertreiben. Du machst ein Video, quatsch ein bisschen dämlich, wenn sie mal angucken möchte, dann macht's. Dann möchte sehen, wie du gegen einen Baum fährst. Ja, dann ist es so. Weil jeder macht das anders. Es gibt der eine, der macht es ordentlich mit den Let's Plays. Der andere will Geld verdienen, quatscht dem nicht. Der andere will es realistisch genug nachspielen. Das, was ich beim Eurotruck Power gemacht habe. Ich habe mir wirklich Essen, Trinken und alles zusammengesammelt. Habe mich dann rangesetzt und habe wirklich bin erstmal durchgefahren. Meine Fahrten nicht mit Originalpause. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Und ja. Deswegen sei mir ist es egal, wenn man zuguckt, ich quatsche den nicht. Ja, ich habe auch keine super Themen. Ja, ich weiß. Ich mache es aus Spaß. Und Spaß sollte man haben an der Sache, die man macht. Auch wenn ich keine Thumbnails mache, auch wenn ich nicht genug dämlich quatsche und jetzt muss ich wieder konzentrieren, weil nicht, dass ich wieder die falsche Einfahrt nehme, wie immer. 3000. Deswegen spiele ich auch nicht alle Spiele mit einmal oder hau raus, oh mein Gott, da gucken sie, jetzt muss ich mir mal da und da was raushauen an Videos. Nee, das will ich nicht, das mache ich nicht. Der Plan, ein deutsches Forum auf Steam, der Plan Industrie, der Planer 5 auf Amazon. Ich weiß gar nicht, der
ob sie dem Planer 1 gibt. Der Planer. Gibt's bis 7? Gibt es den Planer? Müsste man sich ein paar Videos angucken, dass man vielleicht nicht alle wollt. Der Planer 5. 2012. Planer 7 gibt es bei Google, aber es gibt es den nicht als Spiel. Aldi Live gibt es auch den Planer 5, wie teuer wollen die das haben? 8 Euro. Ich würde mal sagen, das könnte man eigentlich machen. Wenn man so das Spiel vielleicht so ein bisschen anguckt. Richtig mit Fahrten planen. Klar, es ist keine HD-Qualität, die man sich dort reinzieht. Aber es ist eine Wirtschaftssimulation, Aufbau, Gedöns, ihr wisst schon, was ich hinaus will. Man könnte auch mal Spaß machen. Klar, man braucht wieder Themen, die man da reden kann, weil sonst wird es langweilig, wenn man 3 Stunden ruhig ist und nichts sagt. Aber, pff, ja. So. Dieses Mal fahre ich richtig rein. Werblinger, Korrektgesetz und richtige fucking einfach. Und hier in diesem Gebiet fahren glaube ich fast schon 5 Busse. 4, 5 Busse. Eigentlich viel zu viel. Ne, warte mal, ich komme nach vorne gefahren. Komm nicht an die perfekte Halteposition. Komm, wir haben ja noch 3 Minuten Zeit, wir machen gleich. Ich wollte gerade sagen, Fahrwerkskontrolle. Guck mal, der ist leer. Hier ist einfach mal leer. Die lohnt sich gar nicht hier, teilweise. Was ist das für ein Bus? Das ist die 15. Die 15 sind einfach mal leer. Ich muss gleich mal gucken, was mit der los ist. Das ist ja richtig scheiße. Nicht, dass wir jetzt schon am Personal sparen können. Klar, wir machen ein gutes Plus. Aber den, vielleicht können wir den auch schon auf eine zweite Strecke schicken. Da könnte man gucken, ob es was bringt. Ich sag nichts. So, können sowieso nur mit 30 hier drüber fahren. 40, 30. Deswegen. Oh. Es geht drin, ich muss ich auch noch machen. Also wird dann fett einer gefeppt, damit man Bock auf das Leben hat. Kein Rutschstuhlfahrer. Das sind auch so die Sachen, pass mal auf, der fährt nämlich jetzt auch. Ich würde eigentlich gar nicht hier anfangen, ne? Moment, wo ist mein Hut hin? Ja. Das ist die falsche Haltestelle. Oh, fucking. Unfall umsonst gebaut. Och, fuck. So, und ich fahre nämlich hier ran. Und beide fahren noch zum Verwaltungsgebäude. Jetzt gucken wir mal, wie viel wollen hier einsteigen. Naja. Ich dachte, hier kommt noch der ganze Rest rein. Ja, ihr beide seid ausgewählt. Gut.
Den Rest habe ich fast schon kontrolliert, deswegen gab noch eine Person, die noch eingestiegen ist. Scheiß drauf. Ach, wir sind hier erst. Jetzt fahren wir noch raus zu den... Ach so. Die Fahrt dauert zu lange. Durch die ewig lange Geradeausstrecke. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was ist denn die das nächste Ziel. Aber ich werde so jetzt eingebunden werden. Ich kann mir aber schon vorstellen, wer. Agar. Zentrum. Aber ich glaube, da können wir dann zwei Busse daraus setzen. Obwohl, der Hauptbahnhof ist noch nicht mit Zopf, oder? Nee, der Hauptbahnhof ist noch nicht mit dem Zopf verbunden. Hm. Und der muss auch noch dazu. Gut zu wissen. So, wir fahren bloß Ölhafen Süd an. Mit dem Bus. Ich weiß nicht, beide bringt nicht viel. Ey, hier fahren so viele Busse. Gut, es wäre vielleicht besser gewesen, hätte man den Ölhafen West, was da drüben ist, genommen. Aus dem folgenden Grund, dann können sie da drüben einsteigen, den Bus, der alle 5 Minuten gefühlt kommt. Und dann könnten sie weiterfahren, das ist ja kein Problem, aber jetzt ist es ein kleines Problem. Ach genau, so die Leute hier zum Verwaltungsgebäude, da drüben kommt gleich der Bus, oder die Leute da drüben, ja, ein paar Leute stehen an. So. Die komplette Kontrolle normal. Ich hab ihn, meine Party. Das sind alle. Aussteigen lassen. So. Ein paar Stunden gehe ich schon wieder schlafen. 3, 4, 5 Stunden. In 5 Stunden gehe ich schon wieder schlafen. Also ich bin erst vor 3 Stunden aufgestanden. Aber oh, wenn ich morgen den Lehrgang habe, muss ich um 8 Uhr dort sein. Ja gut, vielleicht noch nicht in 5 Stunden schlafen. Wir haben es um 3 Uhr. Ich bin schon leicht müde. Aber es wollte dann eh noch jemand mit mir Cam, deswegen gucken wir uns doch mal die Bilder hier genau an. Übersichtskarte. Fahrzeug, freie Nutz. Hier muss man ja richtig planen. Wie viele Liter frei sind und. Ist ja richtig komplex. Die Leute, wann sie fahren, was Anforderungen, Gehalt, Betriebskosten. Mit Kühlung, Planauflieger, Tiefauflieger, Tankauflieger, nicht tief. Ja, kommt schon wieder der nächste. Also es wäre... Jetzt habe ich Lust darauf. Aber im Moment habe ich andere Sorgen und Geld. Oder Geld zu sparen. Also eigentlich nicht so richtig, aber... Doch, mein Auto ist kaputt. Wasserpumpe. 250 ungefähr werden gebraucht. Klar, dafür spart man. Dann kommt nochmal Weihnachten, weil dann kommt der Landwirtschaft, für den man nochmal 30 Euro ausgeben jetzt. Tankkosten... Nächstes Jahr Urlaub, wie verrückt. Ach, das wird teuer. So, letzter Jahr. Ach, die Lüge. Naja, gute alte Position müsste näher ran. So, Leute, da war's das. Und ich guck mal, ob ich jetzt noch den nächsten nehme.
Aber das Wichtigste ist noch zu gucken. Das mache ich natürlich mit euch. Firma Kollision, ja. Okay. Minus geil. Ach du Scheiße. Siegmann. Ja, minus. Ach so, hier, ja, genau. Strecke 15. Ja, da war sie. Also es ist Zop. Das war ja meine. 12.000 Klima Dings. Die Welt dann 9.000. Was ist denn? Hier, der 3.000 hat trotzdem noch eingenommen. Aber hier müsste man dann genau gucken. Wenn ich hier gucken, Forschungslabor und Oak, also E und C, sind die, die am meisten fucking Geld einnehmen. Also die hier. Die hier dazwischen und C. Oh, die nach Astra. So, dann haben wir das hier jetzt fertig. Hätte man gucken müssen, wie viel Geld wir davon eingenommen haben. Hm. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's. Wir haben jetzt noch die nächste, ist dann Business Park, Hauptbahnhof. Ah, da ist der Hauptbahnhof. Der Business Park. Der Business Park? Was? Der Business Park? Hä, wo ist denn der? Ach, der Business Park! Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch mal, sie. Ciao, ciao!